sehe ich aus. Guck mal, Augenringe. Unrasiert. Es ist Samstagmorgen. Es ist extrem früh. Und man wird nicht jünger. Mein lieber Mann, guck mal hier. Egal. Warum das Geschwätz am frühen Morgen? Ja, ich habe seit langer Zeit tatsächlich mal wieder ein Video am Start mit Sprache, mit Ansage. Heute werde ich mal wieder einen kleinen Auftrag malen und dabei echt alt aussehen. Aber jetzt sitze ich erstmal hier und frühstücke und habe ein Stück Kuchen und lese dabei ein bisschen. Hier habe ich tolle Literatur, Nerd Attack. Ein ganz, ganz cooles Buch, eine Geschichte der digitalen Welt vom C64 bis zu Twitter und Facebook. Das ist mein Frühstück, also recht karg, aber ganz entspannt. Und mein Kram habe ich soweit gepackt. Ich habe so eine kleine Kiste, da habe ich mal alles so drin: so Powerbank, Kabel, Kopfhörer, Skalpell und Zeug. Das habe ich jetzt fertig. Die Dosen sind gestern gekommen. Ich habe wieder bei Writers Corner bestellt. Vielen Dank, Jungs, wieder. Vielen Dank für alles. Es war echt knapp, weil am Donnerstag habt ihr es losgeschickt und es hieß, Lieferung käme erst am Samstag. Das ist heute. Am Donnerstagmittag habe ich dann die Meldung von DHL bekommen, dass das Paket auf dem Weg ist. Das aber leider wahrscheinlich nicht eintreffen wird. Morgens der Auftrag. Paket ist nicht da. Dosen sind nicht da. Sie kam aber gestern am späten Nachmittag. Super. Und ja, die habe ich am Start und ich werde trotzdem nochmal in meinem Lager gucken, was ich da noch an anderen alternativen Farben noch mit einpacke, weil ich glaube, dass ich nicht so 100% die idealen Farben gewählt habe, so im Nachhinein betrachtet. Gucke ich nochmal und dann gehen wir aber los mit dem Bollerwagen und malen ein Kinderzimmer. Sagen aber erstmal so long, lasst euch schmecken, guten Morgen und Tag, tschüss und bis später. Zimmer, das ist der Schrank. Ich muss mal hier irgendwie erstmal. So. Ja. Also, ihr seht einen Einbauschrank und da soll halt das Motiv drauf: Delfin mit ein bisschen Grün, Span, hätte ich beinahe gesagt, Grünalgen. Und genau, wir lassen das Ganze, der hat so einen schwarzen Rahmen oben, ihr seht es ja, den lassen wir, damit wir das ganze Bild eingefasst. Und das ist ja einfach nur lackiertes Holz. Da werden wir drüber gehen. Und gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Zeitraffer habe ich am Start. Ich habe die neue Yi Action Cam 4K. Ich werde es aber ganz normal in Full HD filmen. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf und dann fangen wir an. Bis gleich. Oder bis später. Oder wie auch immer. Ja, das war's. Das Ding ist erledigt. ist ganz gut geworden, wie ich denke. Wir haben tatsächlich, oder ich habe tatsächlich doppelt so viel, oder doppelt so lange gebraucht, wie eigentlich erwartet, weil ich eigentlich
dieselbe Zeit, in der ich, wie ich gemalt habe, auch mit, ich nenne es mal, Brotzeit verbracht habe. Wir hatten einige Absacker, ein paar nette Gespräche, deswegen hat das Ganze echt länger gedauert, aber es war sehr gechillt. Aber das Zimmer sieht jetzt aus, mein lieber Mann, von diesem Farbstaub. Also da kann jetzt mal einer so die nächsten 3 Tage auch mal so richtig ordentlich putzen auch und kriegt dann auch mal so einen Euro dafür. das ist krass. Ja, ich bin raus, das Ding ist fertig. Wir sehen uns beim nächsten Film. Jetzt ist Winterzeit. Mal gucken, was noch geht. Ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche in Raunheim noch was gemalt. Vielleicht geht morgen noch was. Wenn ja, seid ihr mit am Start. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Jahr. Damit schöne Feiertage und gehabt euch wohl. Bis dahin und tschüss.